Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wie ihr hört, rede ich wieder leiser, denke ich mal. Also ich denke mal, man hört es, auch wenn ich es dann lauter mache in der Audiodatei, aber ich flüstere wieder. Das heißt Nachtsession, das heißt, ich kann nicht laut machen, weil hier jemand im Wohnzimmer ist, der schläft. Und ich werde nicht ganz so viel reden. Vertrag... Ja, und wir werden ein paar Folgen aufnehmen. Ich denke mal so vier, also zwei Folgen, vier Spiele mindestens. Und dann fangen wir mal an. Wir werden wieder konzentriert spielen. Wie gesagt, ich werde sowieso versuchen, nicht ganz so viel zu reden. Und dementsprechend kommt mir das ja entgegen. Konzentriert spielen. Ich meine, ich habe jetzt, denke ich, die ersten Spiele schon ganz gut gemacht. In dieser Weekend League bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner spielerischen Leistung. Schauen wir mal, ob es noch besser geht. Oh, auch ein Bundesliga-Team. Oder nee, Quatsch, ist ein Hybrid. Aber neuer im Tor, also das ist schon mal ein sehr krasses Hybrid. Merkwürdiges Hybrid. Hinten mega krass von... Komisch, warum hat man zwei PSW-Spieler drin? Ich soll jetzt aber Ruhe konzentrieren. Ich bin mal gespannt, wann Reus sein erstes Tor macht und seine erste Vorlage, seinen ersten Scorerpunkt generell. Ach ja, und Arangis ist jetzt wieder frisch dabei. Schön rausgegrätscht. Wieder einer von dieser abwartenden Sorte. Ich wollte natürlich einen Schusstreffer machen. Toll, jetzt ist gerade mein Mikrofon runtergefallen. Wer ist mir da gerade so schnell hinterhergerannt? Krass. So. Ich habe nur Pause gedrückt, um das Mikrofon wieder einzustellen, dass es etwas höher und näher an meinem Mund ist. Ja, wer war denn das gerade, der mir hinterhergerannt ist und schneller, deutlich schneller als Werner war? Das war ja krass. So, aber konzentrieren. Ich merke das, ich bin irgendwie nicht ganz so fit im Kopf wie in den ersten Aufnahmen für die Weekend League. Das war schwach. Ich hoffe, er spielt so weiter. Ich glaube, er ist ein Tick zu abwartend. Schade.
denn den daneben setzen? Es wäre ein guter Einstand gewesen für Arrakis. Schön gemacht mit Reus. Gute Parade von Neuer. Ja, das ist definitiv zu abwartend. Schade. Danke. Oh, nice luck. Nice luck. Wir brauchen mal 1-0, ist ja sowas von verdient. Ich wollte natürlich da nicht schießen. Ach so, gibt's sogar eine Ecke. Okay, dann. Why not? Also so krass dominiert und ballbesitzlastig habe ich das, glaube ich, noch nie gespielt. Fast 70% Ballbesitz, was ist denn hier los? Er hat nur eine richtig gute Chance, da war Neuer zu nah am Abschluss, ich glaube, das war Goretzka. Jetzt stellt er bestimmt irgendwas um. Aber wie gesagt, da verteidigt auch viel zu abwarten, das ist nicht gut. Man muss schon eine gewisse Mischung haben zwischen abwartend und aggressiven Verteidigen. Sonst passiert das, was gerade passiert ist. Zum
zumindest, wenn man gegen jemanden spielt, der viel über Pässe kommt und über Ballsicherheit und wenig übers krasse Dribbling und 1 gegen 1. Das wär's gewesen mit dem ersten Abschluss, ey. Da wollte ich natürlich nicht hinpassen. Ich muss Zeitvolley nehmen. Es ging nicht anders. Oh, verdammt. Oh, ich komme nicht zum Abschluss. Fuck. Oh, ich... Danke. Elfmeter. Oh, und es gibt natürlich keinen. Und er verletzt sich noch. Was für eine Scheiße.
für ein geiles Tor. Sehr geil. Wichtiges erstes Tor. Absolut verdient die Führung. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr wechseln an der 82. Und das war mal ein klassischer Konter, würde ich sagen. Tja, Zeitspiel und das war's. Hoffe ich. Sehr wichtiges Tor. Und das war auch schwer, das Tor auf jeden Fall. Weil es eine Direktabnahme war, eine bedrängte Direktabnahme. Der Pass war aber auch schwer. Oh, getunnelt. Getunnelt, bedrängte Direktabnahme. Also auch ein bisschen Glück. Wir hatten auch einen Alu-Treffer, ausgleichende Gerechtigkeit. Und wie gesagt, schon alleine vom Spielverlauf her ist es ja nicht verdient. Soweit bin ich ja mal gespannt, wie er seine abwartende Verteidigung weiter durchziehen will. Es war klar, dass er überhaupt gar nicht drauf klarkommt, wenn er Action machen muss. Ja, verdient. Kann es sein, dass es jetzt schon das dritte 1-0 ist in der Weekend League? Ich glaube. Lass mich raten, die Vorlage kam von Arangis. Ja. Wie konnte ich Arangis noch auswechseln? Wie gesagt, Arangis hat auf jeden Fall die besseren Passwerte als Kruse und Raphael, soweit ich weiß. Von dem mal eine Second-Info wäre geil. Oh, Werner hat sich verletzt. Zwei Spiele Fuß, das ist aber scheiße. Das ist nicht so cool. So. Aber wo steht denn eigentlich momentan Icardi? 6 Spiele, 12 Scorerpunkte. Nee, Quatsch. 11 Scorerpunkte. Ja, das sind wir bei 1,83, also fast 2. Wenn er so weitermacht, bleibt er auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gehe davon aus. Ah, schwarze Hosen. Nee, sorry, hab keinen Bock drauf. Und ich würde mich freuen, dann können wir Mertens verkaufen für 100.000. Na okay, das sollte gehen. Mustafi, das ist glaube ich die Second In von der 87er in der Innenverteidigung. Ja, Squad Building Challenge RM. Ich glaube, er hatte Lacazette im Sturm. Ach, wieder jemand, der direkt wechseln muss oder Formation umstellen. Bestimmt wieder ein 4-1-2-1-2. Wobei dieses 4-2-1-3 ist eigentlich schon eine gängige Formation. Ja, stellt... Ach nee, 4-3-1-2, ah. Okay. Wer war der zweite Stürmer? Martial. So, konzentrieren. Ich möchte jetzt genauso viel Kontrolle über das Spiel haben wie im letzten. Das war eigentlich ganz gut, nur die Tore haben gefehlt. Aber gewonnen haben wir, das ist wichtig. Und in der regulären Spielzeit.
Okay, krasses Ding von Insigne und Lagerthor natürlich, weil abgefälscht. Ach ja, Insigne steht glaube ich bei 0,3 irgendwas. Also hat sich gebessert, was die Scorerpunkte angeht. Und er hatte noch viel mehr Chancen, das ist eigentlich das Schlimme. Aber das ist ein Traumtor, auch wenn es ein Lagerthor war. Abgefälscht. Er hätte vielleicht auch so reingehen können, aber das weiß man nicht. Zeitiges Tor ist immer gut. War auch nicht gut verteidigt vom Gegner, also bevor er zum Schuss kam, weil da kann er ein wenig machen. Aber er hat da Insigne zu leicht ins in den Strafraum ziehen lassen. Schöner Schuss. Ah, es war auch ein super schwerer Abschluss. Schade. Gut, den kommt unterbunden auf jeden. Ach krass, wir sind auch noch dran. Nice. Schade. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Schöner Schuss von Icardi. Meine Fresse. Broso könnte mal wieder einen machen. Schade. War eigentlich auch ein Foul an Torreira, aber egal. Er spielt bisher viel zu einfach.
Schade. Ah, der Glück. Und macht's dann direkt wieder schlecht. Schade. Schade, das hat er gut gemacht. Das wieder nicht. Okay, das Spiel ist ähnlich wie in der ersten, wie das letzte Spiel, nur dass ich dieses Mal schon ein Tor geschossen habe, deswegen ist es angenehmer. Aber ich hätte gerne noch eins, aber der Gegner hat wieder nullmal geschossen. Krass, wie wir gerade dominieren. Aber der Gegner macht auch massive Aufbaufehler, sobald er mal einen Konter startet. Jetzt habe ich ihn zu schnell rausgespielt, aber ach, zum Glück. Tick zu weit. Toller Pass. Oh, Idiot. Danke, aber es geht nicht gut los. Oh, dumm von mir gespielt.
Andersson, wie kannst du denn den verschießen? Fuck, Mann, das bin ich ja gar nicht von ihm gewohnt. Fuck. Naja, Elio Nussi muss es jetzt regeln. Das war eigentlich das 2-0. Was für ein Ding. Oh ja, was für ein Ding. Was für ein Ding. Und direkt der richtige Jubel dazu. Sehr, sehr geil. Aber schon, wo er geschossen hat, habe ich mir gedacht, das könnte was werden. Sehr geil. Und ich hoffe, das ist der Deckel jetzt hier. Torreira. Why not? Okay. Ja, scheiße, ich hätte runterspielen sollen auf Insigne. Das wäre auch keine gute Schussposition gewesen. Von mir. Das war dumm von. Na gut, es war einfach eine schlechte Ballannahme, glaube ich, da kann er nichts dafür. Das war schlecht verteidigt von ihm. Dann hat er Glück, dass er noch einen Fuß dazwischen kriegt. Auch wieder gut gehalten von Lloris und Fehler vom Gegner. Oh, bricht jetzt ab. Ja, ich dachte es mir. Sehr schön. Da sparen wir uns auch ein bisschen Fitness, weil wir müssen entweder jetzt eine Heilungskarte an Werner geben oder halt noch ein Spiel machen mit der Calcio A. Und da wir jetzt 10 Minuten Ingame-Zeit eher gegangen sind, könnte das sogar funktionieren. Ist nicht optimal. Kann das sein, dass ich noch eine Team-Fitness-Karte habe? Ich glaube. Ja, das sind untauschbare Objekte, soweit ich weiß. Dann nehmen wir die einfach. Okay, dann geben wir jetzt allen dreien verschiedene Verträge, damit die nicht gleichzeitig immer auslaufen. So, und bei Icardi bin ich mir, wie gesagt, eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir den behalten werden. Aus vielen Gründen, aber vor allem, weil er so gute Tore schießt. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schöne Folge. Tschö, tschö.